Warum haben wir uns getroffen? Und zwar haben wir was ganz Besonderes zu zelebrieren. Wir haben heute vor, dieses neue Setup hier in der Lobby, der bekanntesten Lobbys Münchens, eine der bekanntesten Lobbys von Deutschland, zu präsentieren und einzuweihen mit viel Champagner und viel Leckereien. Und bevor ich zu den Leckereien komme, möchte ich ganz erstmal daran erinnern, dass wir natürlich immer versuchen, dem München ein Zuhause zu sein. Ja? Wir haben natürlich internationale Hotelgäste aus der ganzen Welt, aber wir sehen uns auch ganz klar daran, dazu verpflichtet, dass wir ein Ort für die Münchner sind und dass die Münchner sich bei uns immer zu Hause fühlen, denn sie alle haben uns geprägt in den letzten fast 60 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 160 Jahre für Jahreszeiten und dann machen wir eine Riesenparty, etwas größer als diese, aber diese ist klein und elitär und ich hoffe, es wird Ihnen gleich hervorragend schmecken. Denn, was wir hier heute anbieten und gleich präsentieren, die Vitrinen sind noch leer, die Spannung steigt, es ist eine Bühne ohne Vorhang. So kann man sich das vorstellen, für alle Künstler unter uns, wir sind ja alle Künstler, von Models, Schauspieler, Musikern, Komponisten oder auch Lebenskünstler, sind wir alle Künstler und neben mir steht ein ganz großer Künstler mit seiner Brigade. Sein Name ist Ian Baker und er ist unser Chef-Patissier. Das muss ich mir mal vorstellen, der Typ heißt Ian Baker und ist unser Chef-Patissier. Das ist kein Künstlername, aber er ist einer der ganz Großen in seinem Handwerk. Ian Baker kommt aus London, hat in London gelernt, in verschiedenen Schulen, bei den ganz großen Meistern der Patisserie. Unter anderem war Ian Baker bei Gordon Ramsay, man kennt ihn, im Claridge's, auch bekannt für den Mega High Tea, den wir auch wieder zurückbringen und wieder weiter etablieren, hier in München in unserem Wohnzimmer, und The Holsleys, eines der besten Restaurants, einer der Inn-Restaurants in London, war lange in Paris, wurde ausgezeichnet im Jahre 2015 als Patissier des Jahres in Deutschland, gehört zu den Top-Patissiers in Deutschland und ist seit fünf Jahre jetzt bei uns, in der Patisserie, hat ein neues Team aufgebaut und jetzt wollen wir Ihnen diese Bühne zur Verfügung stellen. Und bevor es jetzt losgeht mit einer süßen Parade, möchte ich das Wort an Ian Baker übergeben, der uns erzählt, was die Vision seiner neuen Kunst ist. Lieber Ian, schön, dass du da bist. Das Wort geht an dich. Herzlich willkommen als erstes in der Lobby von der Hotel Fiat in Kempinski, München, und willkommen zum Modern French Pastry. Viele Leute haben mich gefragt über die letzte Zeit, was ist genau Modern French Pastry? Ist es die bunte Torten in verschiedenen Größen, das wir sehen durch und durch die Internet? Oder die verschiedene neue Geschmacksrichtungen, das benutzt wird, oder verschiedene neue außergewöhnliche Zutaten? Meine Antwort ist, es ist nichts davon. In den letzten 10 Jahren haben wir eine große Veränderung gesehen in der französischen Patisserie. Und eine davon ist die Wiederkehrung oder Wiedergeburt von den Klassikern. Hier bei uns, bei Modern French Pastry, machen wir nichts anderes. Wir konzentrieren und fokussieren auf die Qualität und das Produkt. Das Liebe für Beruf und Respekt für die Zutaten, das wir benutzen. Wir benutzen nur Zutaten aus der Region, aus Deutschland und natürlich ein bisschen aus Frankreich. Ich hoffe, alles, was Sie hier sehen heute und genießen, schmeckt als erstes und es muss alles aufgegessen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir reden alle zusammen in der nächsten Zeit. Dankeschön.